Hast du schon von Kernspechts Magic Hands gehört? Was ist Magic Hands? Ist es eigentlich noch Windschunk oder nicht? Aber wenn es nicht Windschunk ist, was ist es dann eigentlich? Wo kommt das her? Mehr dazu jetzt gleich. Magic Hands, wenn wir auf die offizielle Webseite der EWTO gehen, finden wir die Überschrift die höchste Form des Windschunk, also doch Windschunk. Allerdings relativiert sich dann das Ganze. Auf derselben Seite, wenn wir etwas nach unten scrollen, finden wir wiederum den Hinweis, dass sich Magic Hands aus 9 verschiedenen inneren Stilen zusammensetzt, aber selbst kein Stil ist. Okay, also wenn es aus verschiedenen inneren Stilen zusammensetzt, aus 9 verschiedenen, dann offenbar nicht nur aus Wing Chun. Wo kommt das also her? Was ist das, was Kernspecht da als Magic Hands präsentiert? Ich selbst bin vor kurzem auf einen Facebook-Post gestoßen, was mich dann dazu verleitet hat, da etwas nachzuforschen. Und zwar habe ich hier folgendes Video entdeckt. Ein Großmeister einer Kampfkunst namens Ilik Chuan, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, postet hier eben dieses Video über seinen Schüler, den berühmten Meister Kernspecht. Und wenn wir noch einmal zurückgehen auf die EWTO-Seite, die offizielle, dann ist bei den vielen Titeln, die eben Kernspecht aufführt, auch tatsächlich eben hier unten an letzter Stelle angeführt, eben Meister im Ilik Chuan. Okay, aber warum sehe ich da jetzt eine mögliche Verbindung zu Magic Hands? Einerseits, wenn wir es uns rein optisch anschauen, wenn wir uns anschauen, was Kernspecht jetzt hier bei Magic Hands so macht, so sieht das doch reichlich anders aus als das, ich sag mal, gute alte Loing Ting Chisao. Kernspecht selbst stellt fest, dass er oft kritisiert dafür wird, dass seine Methode nicht mehr nach Wing Chun aussieht. Ja, wonach sieht sie dann aus? Wenn wir uns eben jetzt hier gegenüberstellen, verschiedene Videos eben von Ilik Chuan, dann könnten man hier doch bestimmte Parallelen feststellen. Die Parallelen gehen aber möglicherweise über das rein optische auch hinaus. Wenn wir uns jetzt hier genauer anschauen, was hier in der Beschreibung steht. Wenn wir uns hier die Beschreibung von Magic Hands anschauen, dann finden wir als einen der wesentlichen Elemente das Element der kreisenden Arme. Ich habe nun auf Google nach Ilik Chuan gesucht und bin auf 2 verschiedene Seiten gestoßen. Zum Thema kreisende Arme findet man beispielsweise hier in dem Curriculum gleich an erster Stelle als ein wichtiger Punkt die Circle Positioning, also die kreisende Position. Auf einer weiteren Homepage dieses selben Stils haben wir hier das Üben von Spinning Hands, Klammer, kreisende Hände. Also finden wir in beiden Webseiten hier den Begriff der kreisenden Arme. Eine weitere Besonderheit, die Kernspecht bei seinen Magic Hands hervorhebt, ist das richtige Verhalten am sogenannten Berührungspunkt, wie er es nennt. Zurück auf der Seite ilikchuan.at finden wir auch sehr prominent den Fokus auf den Kontaktpunkt. Das ist der Punkt. Neben den optischen Parallelen können wir also auch Parallelen in der Beschreibung der jeweiligen Stile feststellen. Die kreisenden Arme, der Kontakt bzw. Berührungspunkt. Ja, ich weiß es nicht und ich kann es natürlich auch nicht abschließend sagen, aber für mich sind hier schon sehr viele Parallelen sehr auffällig. Kernspecht schreibt ja letztlich in seiner Beschreibung aus, dass Magic Hands sich aus mehreren Stilen zusammensetzt, aber nach meiner Recherche würde ich jetzt mal vermuten, dass schon ein recht großer Prozentsatz dieser geheimnisvollen 9 inneren Stile eben dieses Ilik Chuan ist. Also die Frage, ist Magic Hands wirklich die höchste Form des Wing Chun, wie es in der Überschrift suggeriert wird, kann man, glaube ich, sehr eindeutig mit Nein beantworten.
Es wird Elemente von Wing Chun enthalten, aber eben auch sehr deutlich von anderen Kampfkünsten. Und insofern finde ich es nicht passend, es als die höchste Form des Wing Chun zu bezeichnen. Aber gerne auch deine Meinung dazu in den Kommentaren. Und du weißt, wenn du generell Interesse an Wing Chun hast, in diesem Kanal wirst du ganz, ganz viele Videos finden. Es werden auch laufend mehr. Solltest du nicht haben, würde ich mich auch freuen, wenn du den Kanal abonnieren möchtest. Dann sehen wir uns sicher bald bei den anderen Videos wieder.